Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion! Dass die Sorgen und Anliegen der langzeitarbeitslosen Menschen bei Ihnen in keinen guten Händen sind, das zeigt dieser Antrag. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, die Zahlen in diesem Antrag, den Sie wahrscheinlich schon zum dritten Mal vorlegen, zu aktualisieren. Aktuell werden nämlich nicht 750 Millionen Euro umgeschichtet aus dem Eingliederungstitel in den Verwaltungstitel der Jobcenter, sondern mittlerweile 911 Millionen. Aber dass Sie sich nicht mal die Mühe machen, für die langzeitarbeitslosen Menschen ihre Zahlen zu aktualisieren, das zeigt, dass es Ihnen eigentlich gar nicht um die Sache geht. Was ich aber geradezu unerträglich finde, ist, wie Sie mit den Sorgen und Sorgen dieser Menschen spielen, indem Sie die Statistiken so verwenden, dass Sie die Menschen entmutigen. Sie sagen in Ihrem Antrag, es gebe nur 778.000 Arbeitsstellen bei 2.458.000 Erwerbslosen. Was Sie damit sagen wollen, ist doch klar, dass nicht einmal rechnerisch für jeden Dritten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bestehen würde. Sie verschweigen aber, dass nicht jede offene Stelle, nicht jede Stelle, die zu besetzen ist, auch gemeldet wird und sich in den Statistiken wiederfindet. Sie verschweigen, dass man natürlich auch aus Langzeitarbeitslosigkeit in eine erfolgreiche Selbstständigkeit wechseln kann. Sie verschweigen, dass man durch eine kluge Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik zusätzliche Arbeitsplätze entstehen lassen kann. Und Sie verschweigen, dass durch die Folgen des demografischen Wandels zusätzliche Arbeitsplätze frei werden. Das alles verschweigen Sie, um den Menschen Angst zu machen. Und ich finde es unerträglich, dass Sie mit den Sorgen dieser Menschen so umgehen. Dass Sie sich auch überhaupt nicht wirklich um eine Lösung bemühen, zeigt, dass Sie Ihr tolles Instrument, was Sie teuer fördern wollen, auf 3 bis 5 Jahre begrenzen wollen. Was ist aber im Anschluss? Im Anschluss lassen Sie Leute wieder allein. Und das ist nicht richtig. Und deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Aber natürlich gibt es Handlungsbedarf, wenn es um das Thema Langzeitarbeitslosigkeit geht. Und da sehe ich natürlich zunächst einmal die Große Koalition in der Verantwortung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und da sieht es leider auch nicht ermutigend aus. Hubertus Heil hält nicht, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, im Koalitionsvertrag versprochen haben. Sie haben angekündigt, dass Sie 150.000 Menschen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen wollen. Und jetzt legt Hubertus Heil einen Gesetzentwurf vor und stellt Mittel bereit, die gerade mal für nicht einmal 50.000 Menschen reichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig wäre, dass Sie die 4 Milliarden Euro nehmen, um die Löcher im Haushalt der Jobcenter zu stopfen, damit nicht immer mehr Geld aus der Förderung der Arbeitssuchenden in die Verwaltung umgeschichtet wird. Richtig wäre es, die Bürokratie in den Jobcentern abzubauen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder mehr Zeit haben für die Betreuung und Beratung der Jobsuchenden. Richtig wäre es, auch die Zuverdienstgrenzen zu verbessern, um den Menschen einen Aufstieg zu ermöglichen. Und notwendig wäre es auch, die Bundesländer an einen Tisch zu holen, damit wir endlich einmal alle an einem Strang ziehen, wenn es um die Chancen von Langzeitarbeitslosen geht, damit auch endlich der Passiv-Aktiv-Tausch eine Perspektive hat. Aber hierzu fehlt Ihnen leider der Ehrgeiz. Es zeichnet sich ab, dass die kommenden 4 Jahre verlorene 4 Jahre für die Schwächsten am Arbeitsmarkt sein werden. Das bedauern wir. Aber insgesamt sind wir der Auffassung, dass wir 2021 die Perspektiven für die Langzeitarbeitslosen definitiv verbessern werden. Vielen Dank, Herr Gruber. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gemmecke.